Hallo meine lieben Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Willung Drive. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ich bin euch gesagt, wir legen auch gleich los. Letzte Folge haben wir wieder einen Bus gefunden und nein, es hat wieder nicht geklappt mit dem Bus, weil der Hänger irgendwie den Bus eingeholt hat. Der Bus hat dann angefangen so rumzuspacken und auf den Kopf zu fallen und hätte uns sogar beinahe umgebracht. Ja, das wäre es gewesen. Deswegen, mein Entschluss steht fest, wir fahren wieder mit dem Auto weiter. Immer noch mit unserer ersten Kiste. Schon witzig, als wenn es nicht sein soll. Und mein Entschluss steht fest, dass wir nun mit dem Bus fahren, wenn der Bus schon halbwegs voll ist. Ja, also wir werden nicht anfangen, da irgendwelche Schneemänner einzusammeln. Weil das geht, wird nur, irgendwann wird das in einer totalen Katastrophe enden. Und genau. Also wenn da ein Bus steht, der voll ist oder vielleicht sogar von mir aus nur so ein Kanister da liegt, wo wir 60 Liter drin sind oder sowas und wir den Bus ordentlich füllen können und gleich losfahren können, nicht erst in einer halben Stunde, dann fahren wir mit dem Bus, aber ansonsten fahren wir mit dem Ding hier weiter, bis geht nicht mehr, weil ihr habt da keine Lust drauf, da jedes Mal den Bus mühevoll zu füllen und alles umzuladen und dann doch alles zu verlieren und vielleicht auch noch zu verrecken. Nee, da habe ich keine Lust und das ist Zeitverschwendung. Ja, in dieser einen Folge, da hätte man wieder 50 Kilometer, 30, 40, 50 Kilometer schaffen können. Nein, stattdessen stehen wir da rum, versuchen den Bus irgendwie voll zu machen und dann spinnt der Bus so sehr rum, dass wir dann am Ende doch wieder mit dem Auto weiterfahren. Hätte ich mir sparen können, ja. Aber man darf ja noch träumen und hoffen und dafür arbeiten und dann am Ende wird man dann doch in den Arsch getreten. Also mache ich es jetzt gleich so. Wenn da wieder ein Bus kommt, der da hoffnungslos ist, dann fahren wir einfach weiter, weil das nervt nur. Wir haben ein sehr, sehr, sehr ambitioniertes Ziel, nämlich 5000 Kilometer zu erreichen. Das können wir aber nur erreichen, wenn wir ein bisschen vorwärts kommen. Und das geht aber nicht, wenn wir jedes Mal irgendeinen Scheiß haben, ja. Entweder weil wir in die falsche Richtung fahren oder wir eine ganze Folge damit versemmeln, weil wir den Bus versuchen lauffähig zu machen und dann am Ende kippt er ja dann doch um. Nee, danke. So, da haben wir ja schon einen Spot. Und wisst ihr, was ich glaube, was das ist? Das ist jetzt ziemlich lustig. Weil so einen Spot hatten wir schon mal, so einen ähnlichen. Vielleicht könnt ihr euch erinnern, das war nämlich witzigerweise tatsächlich nach dem Bus, den wir damals gefunden hatten. Ja, also wir haben den Bus gefunden und da kam das hier. Das ist genau dieselbe Situation, nur dass wir jetzt tatsächlich in die richtige Richtung fahren, weil hier liegt nichts draußen. Könnt ihr euch erinnern, wir sind an diese Station gekommen, hier lagen lauter Sachen und ich habe gemerkt, okay, wir sind in die falsche Richtung gefahren. Was ist das? Also ein Wecker. In die falsche Richtung gefahren. Schnauze. So, das Einzige, was wir uns jetzt überlegen könnten, wäre tatsächlich hier jetzt zu speichern einmal. So. Wir haben ja die 222 gesichert, ja. So, wir könnten die jetzt mal laden. Da steht nämlich unser Bus noch. Nein. Okay. Das Spiel mag es wohl nicht, wenn man einen Bus lädt. Ja, jetzt ist er ganz weg, ja. Geil. Okay. Machen wir mal hier. Ne, funktioniert nicht. So, wir könnten jetzt natürlich sagen, okay, 206 Kilometer, ja, ist nicht so weit bis zu 222, ja, sieht man ja, schafft man in, ja, 10 Minuten. Ich würde halt schon gerne mit dem Bus fahren, gell? Schau, laden wir mal. Wo sind wir denn da genau?
Ah ja, okay. Oha. Wirft er gleich hier die Waffe ab. Ja. Ich würde schon voll gerne mit dem Bus fahren, ne? Da müssen wir halt irgendwie schneller sein. Aber es ist krass, ja. Aber wer garantiert uns jetzt, dass der Bus da ist? Keiner. Das ist es. Keiner garantiert uns, dass der Bus da ist. Wenn das Laden hier nicht funktioniert, wird das Laden auch nicht hier funktionieren. Ganz einfach, oder? Richtig. So wird's sein. Das bringt sowieso nichts. So. Okay, wir haben hier aber verschiedene Motoren drin. Wir haben ja mal gemeint, wir könnten ja mal einen anderen Motor reinpacken. Ja, genau. Ich will den Schnee. Ne, da liegt eine Waffe, ne, die ich gerne wieder mitnehmen würde. Aber nee, ich nehme lieber den Schnee. Ist klar. So, was haben wir denn hier für Motoren? Wir haben den da und hier diesen riesen Big Block hier. Machen wir mal den anderen Motor rein, damit wenigstens das etwas bringt, ja. Das ist ein relativ großer Motor. Vielleicht ist der ein bisschen stärker. Muss jetzt nichts heißen, aber kann durchaus sein, dass der ein bisschen mehr Bums hat. So. Machen wir hier das Öl rein. Hallo. Was ist denn jetzt? Was ist denn los? So. Okay, wir haben ja hier haben wir 0. Da ist eigentlich nichts drin. Der ist leer. Der ist leer. Der ist leer. Da ist ein bisschen Gas drin. Da ist ein bisschen Gas drin. Da ist ein bisschen Öl drin. Den kann man hier reinkippen zum Auffüllen. So. Genau. Ich wollte das austrinken. Wie viel habe ich jetzt getrunken? Nix. Okay, Gott sei Dank. So, Wasser. Geht da ein bisschen was rein, wenn wir Wasser finden. Was haben wir hier? Bisschen Gas. Öl. Wasser. Wasser. Öl. Öl, Gas, Gas, Gas. Aber sind wir immerhin ein Liter, ne? Allee. Ach, da war Wasser drin, scheiße. Mal hier Diesel leer, leer, Öl, müssen wir leider mit so Kleinigkeiten hier das Wasser auffüllen. Es wird auch noch dunkel. Naja, besser als nix, ne? So. Wir halten uns gar nicht mehr so lange auf. Wir fahren jetzt nämlich weiter. So, ich bin ja gespannt, ob der neue Motor ja so ein bisschen mehr abgeht. Oh ja. Also die Beschleunigung ist ziemlich gut.
Schauen wir mal. Ja, doch. Der hat noch Zug. Oh, 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 oh. Oh, ja. Oh, schau mal, da geht über 120, 140. Könnte 150 schaffen. Muss nur aufpassen, in den Kurven ist er schon ganz schön flott unterwegs hier. Ah, 140, 150 könnte er vielleicht schaffen, ja. Gerade ein bisschen bergab. Also ein bisschen schneller ist er, wird aber wahrscheinlich dementsprechend auch ein bisschen mehr verbrauchen. Oh, Kurve. Schneemann. Ja, aber man lebt deutlich gefährlicher mit dem Motor, ne? Also er ist schon sehr schnell jetzt. Muss mal aufpassen. Puh. Oh. Ja, gefährlich. Gefährliche Sache. Ja, der ist halt sehr schnell, ne? Muss man aufpassen. Oder 20 war ja schon immer so, wo ich gedacht habe, oh, oh, oh. Das ist schon schnell. Vielleicht immer ein bisschen ausrollen lassen. Ja, 145. Aber mehr schafft er nicht. Also 25 km/h mehr, ne? Also, das ist schon viel. Wenn man bedenkt, dass wir am Anfang nicht mal 25 km/h geschoben haben. Da haben wir eh schon fast die 300. Also mit dem Speed kommen wir relativ schnell durch. Ne? Also 5000 können wir da... Gut, das ist jetzt so leicht gesagt, ne? Aber da haben wir schon mal ein Viertel von 100... ein Viertel von 1000, ja. Also schon. Immerhin ein Wert. Wenn man bedenkt, dass wir eh die ersten paar Folgen relativ lang gebraucht haben für ein paar Kilometer. Achtung.
Tankstelle. Da läuft ein Bösewicht. Noch jemand? Dann soll er jetzt kommen. Gut. So, was haben wir hier? 1,2 Liter Gas, ein Anhänger. Ach krass, man kann an einen Anhänger einen Anhänger packen. Okay. Was haben wir hier? Was ist denn das? Achso, ein Schlauch. Was haben wir hier? Gas mit ein bisschen Öl. Öl ist ja bei so alten Motoren gar nicht so schlimm im Sprit. Ich weiß zwar nicht, wie die das hier im Spiel sehen. Wenn da so ein ganz kleiner Anteil an Öl drin ist, keine Ahnung. Aber normalerweise ist das gar nicht so verkehrt, weil das tatsächlich den Motor ein bisschen schont. Hat man früher gerne gemacht, so ein bisschen Öl mit reingekippt. Was ist das? Kennt das noch nicht. Ach, so ein Tacho-Dings. Schlauch. Hier hinten liegt nichts, auf dem Dach auch nichts. Das ist leer. Das ist leer. Hier war aber noch was drin, ne? Ja, 1,2 Liter. Das ist doch nicht schlecht. Wollen wir mal ein bisschen Reserven auffüllen. So, dann fahren wir weiter. Babsi, gibt's nix. Wollen wir Anhänger? Komm, wir können ja mal ein bisschen den Anhänger dran machen. Warum eigentlich nicht? Wie machen wir... Ja, am besten ist vielleicht mit dem Auto ranfahren, ne? Wenigstens mal ein bisschen was erleben. Es war sehr rostig, der Anhänger, aber macht ja nichts. Yay! Mal gucken, wie schnell man mit dem Anhänger fahren kann. Oder ob das würde mich mal interessieren. Macht Gewicht was aus, ne? Für das Fahrzeug. Das weiß ich nicht. Ah, ich glaube, ein bisschen schon. Ich soll ja keine 100 mit dem Anhänger fahren, ne? Sonst fängt es an zu schlingern. Oder kann anfangen zu schlingern. Ich habe trotzdem seine 140. Nein! Was habe ich gesagt? Kein Blödsinn machen. Und ich mach's doch wieder. Ja, herrlich. Einfach nur herrlich. So, ja, lieber Leute. Wir sind am Ende der Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es gefallen ist, like, dann lasst was uns im nächsten Video. Ganz einfach. Bis dann.